Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute stellt Michael Holt von Holstein Kiel seine Wunschelf vor. Das ist meine Wunschelf im Tor mit Christian Ganger. Ein alter Kumpel von mir aus Meppen noch, wo ich auch Patenonkel von seiner Tochter bin. Rechts mit Johann Wigger, dem ich auch in Meppen zusammengespielt habe und der jetzt im Sommer nach Amerika geht, ich da dann besuchen werde. Dann noch ein alter Meppener Kollege, Christian Willen, spielt jetzt bei Kloppenburg. Dann Marvin Kipp noch, den ich schon aus Buchloer Zeiten kenne und mit zusammengespielt habe. Links dann mein Bruder, manchmal S-Holt. Ja, auf dem Bolzplatz hatten wir schon hitzige Duelle früher. Dann noch ein alter Kumpel von mir, auch aus meinem Dorf, Bernd Polly Hormann. Auch, ja, alter Bolzplatz-Kicker. Und dann habe ich noch so ein paar Altstars aus Meppen mir ausgedacht, die früher auch in der zweiten Liga gespielt haben. Martin van der Putten, weiß nicht, ob den überhaupt noch einer kennt. Dann, ja, wo stelle ich mich denn auf? Hier spiele ich im Mittelfeld mit meinem alten Trainer auch, der mich damals nach Meppen geholt hat. Mr. Meppen, Josef Menke. Und vorne dann nochmal zwei Altstars aus Meppen. Robert Toben und Rainer Raufmann, der schon mal eigentlich Welttorschützkönig geworden wäre, aber ich glaube, Zypern zählte nicht dazu und damals mit Meppen auch in der zweiten Liga gespielt hat. Das ist meine Wunschelf. Vielen Dank, Michael Holt. Hallo Timo, hallo Sven. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte die meisten Spieler vorher nicht. Also Rainer Raufmann sollte man kennen, ist eine alte Legende aus Zypern, ist Deutscher, hat aber den zyprischen Pass jetzt erhalten, weil er eine Zypriotin geheiratet hat. Hat sogar einige Länderspiele für dieses Land gemacht, ist mehrfacher Torschützenkönig dort für Omonia in Nikosia geworden. Also das ist schon einer der bekanntesten Spieler, den er aufgestellt hat. Der Rest ist wirklich relativ unbekannt, aber auch mal ganz sympathisch, dass einer nicht nur die Weltstars aufstellt, sondern auch mal Spieler von nebenan. Viele Spieler vom SV Meppen, das können wir festhalten. Klar, da hat er mal gespielt, der Michael Holt. Ja, es sind auch einige Zweitliga-Legenden dabei. Klar, Rainer Raufmann, ich als Bielefelder kenne ihn natürlich auch, damals als Wunschspieler gekommen und ich glaube nach zwei Spielen legendär aussortiert und dann die Flucht nach Zypern. Robert Toben zum Beispiel, der hat glaube ich 370 Zweitligaspiele gemacht, also kein ganz Unbekannter. Josef Menke, auch irgendwie 10, 11, 12, 13 Jahre Meppen, also auch da ein absolutes Urgestein. Da muss ich allerdings dann zugeben, da hört es bei mir auch langsam auf. Viele von denen kenne ich dann nicht. Ich habe mir mal nochmal angeguckt, der Dinganga, mit dem hat er irgendwie in der Jugend zusammengespielt. Aber sonst sind auch mir die meisten Spieler tatsächlich wirklich unbekannter. Ansonsten hat er seinen Bruder und sich selbst in die Formation gestellt. Kann man machen, durchaus sympathisch. Damit haben wir kein Problem. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Sven, für eure Einschätzung. Vielen Dank, Michael Holt. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an die Transfermarkt TV-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.